Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industry Big Ambitions. Ja, es ist 5 Uhr früh an einem Freitag und wir schauen natürlich als erstes mal wieder hier bei unserem Logistikmanager in unser Lager rein. Obwohl, das gleich kann ich mit Einkäufen machen, ne? Sehe ich da nicht irgendwo stand doch auch, wie viel ich circa habe. Cupcakes sind aktuell sehr hoch. War das wirklich Logistikmanager, der mir gesagt hat, wie viel 20 Tage da. Schulden sind more. Preiswerter Schmuck geht bald wohl aus. 5 Tage. Der Rest hält noch Ewigkeiten, wie es ausschaut. Hier irgendwas, was schnell vorbeigeht. Croissants halten wohl 309 Tage. Jetzt bin ich verwirrt. Du hast keine Croissants? Du hast Croissants. 309 Tage, okay. Bei dir sind die auch 309. Also sind Croissants aktuell nicht so ganz im Hype. Vielleicht gehen wir da mal im Bismen unter den Unimarkt. Werden die Croissant-Preise senken auf 3,30. War 3,20. Und dann gehen wir zum Süd. Croissants. 3,50. Machen wir mal hier eine kleine Aktionszeit. Schauen wir, wie hoch die Croissant-Verkäufe gehen. Croissant. Croissant, Croissant, Croissant. Gut. Ich glaube, ich hatte irgendeinen Plan, irgendeine Idee und ich war mir nicht mehr sicher, was. Aus irgendeinem Grund warst du markiert. Wie läuft der Laden? Ich glaube, gar nicht schlecht. Ah, ich glaube, wir wollten auch hier mal neues Personal einstellen. Müssen wir nicht noch neuen Personaler finden? War da nicht was? Einen neuen Headhunter? Weil ich glaube, da war ja das Problem, dass er so 100% der Arbeitslohn und Fähigkeiten. Gut. Ich hätte gerne einen Nicht-Einkäufer. Ein Sicherheitsmann. Kundendienst. Vollzeit hätte ich gerne. Achso, nee. Keine Teilzeit. Kein Wochenende ist ein Dealbreaker. Keine Früh- und keine Nachtschichten. Ich wäre das da mehr Dealbreaker für mich, ganz ehrlich. Schauen wir nochmal kurz in Bismen unter Jewels and More. Zeitplan aktuell. Wir haben unsere beiden Freunde, die ein bisschen arbeiten. Und die eine macht einen Reinigungsdienst. Mit 20 Stunden die Woche. Und du machst nur 19 Stunden. Ah, stimmt, das war jetzt alles noch so special angepasst, ne? Ich habe noch nicht mal ein Reinigungspersonal hierfür. Machen wir mal kurz meine Employees. Gut. Headhunter. Wir öffnen, machen den jetzt 24/7 auf. So, ich hätte gerne 100% Fähigkeiten hier. Mach Rekrutierungsbeginn, gib mir mal 5 oder so. Oder machen wir 8. Gib mir 8. Aktuell kann ich. Und ja, das sollte passen. Dann tun wir das alte Personal rausschmeißen. Wir machen aktuell. Ja, Medium Gewinn. Medium Gewinn, würde ich sagen. Also, wir sind gut unterwegs. Wir sind stabil unterwegs. Da kann man nichts zu wirklich sagen. Geschäftsentwicklung. Ja, das ist der Hyper. Aber er ist auch gerade wieder so, wie ich es erwartet hätte. Wir sind aber auch lustigerweise runtergegangen, wenn man sich anschaut, aber ah ne, warte, das sind wir gar nicht. Das, da sind wir. Wir sind noch stärker runtergegangen. Holy shit, okay. Ja, okay, aber ich würde mal wieder auf Google Maps schauen, unseren Lieblingsspot laden. Ich glaube, ich wollte eigentlich nicht einen Elektronikladen kaufen. Ich bin mir aber auch ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich das machen soll oder ob ich nicht einfach noch einen Supermarkt vielleicht aufkaufen soll. Schau mal, gibt es hier noch einen Supermarkt? Habe ich die alle ausgewählt? Ja, habe ich eigentlich.
Weil hier hinten gibt es keinen Supermarkt. Ist mein Supermarkt? Hier im blauen Bereich gibt es auch einen Supermarkt. Und halt ihn hier, aber den kann ich nicht kaufen. Dich könnte ich wahrscheinlich kaufen, oder? Geschätzter Wert 2,5 Millionen. Okay. Der scheint der Quick and Shop Geschäftsinventar anschauen. Der scheint ein bisschen mehr wert zu sein. Mitarbeiter anzeigen. Aber lustigerweise sehr viel Cleaning und wenige Customer Service. Von 11 bis 24 Uhr, okay. So, ich weiß es halt jetzt nicht, ne? Investment öffnen. 26 Millionen, holy shit, okay. Ich würde vielleicht gerne mal eine Grafikerfirma eröffnen, so hieß das Zeug. Dafür brauchen wir ein Bürogebäude. Habe ich echt noch mein Bürogebäude oder habe ich das schon wieder verkauft? Ne, das habe ich verkauft, ne? Ich würde gerne so ein Medium-Büro oder... Geben wir groß? Geben wir gleich das? Geben wir gleich Full Mayhem? Ich weiß es nicht. Lass mich nochmal kurz auf F1 schauen. Weil es gibt ja die Grafikdesigner, die geben Stundenpreis von Grafikdesignern an. Die brauchen einen Computerarbeitsplatz. Mit dem LKW, den ich mir kaufe, könnte ich mir das leisten. Und ich sollte mir einen LKW vielleicht holen, damit ich ihn wieder transportieren kann an Zeug. Friseur. Weil die Sache ist einfach, ich brauche Arbeitsplätze. Und die Anwaltskanzlei. Ha, es ist... Oh, ich hätte auch irgendwie Bock auf Agentur für Webentwicklung, aber habe ich Programmierer? Grafikdesigner, Anwaltskanzlei, Agentur, eine Buchhandlung, Elektronikladen. Ich würde jetzt irgendwie sagen, wir machen eine Agentur für Webentwicklung und wir stellen Programmierer ein. Weißt was, das machen wir jetzt. Im Bismarck mal öffnen. Wie viel kostet hier die Miete? Das geht ja sogar. Gebäude mieten. Wir gründen jetzt hier eine Agentur für Webentwicklung. Nennen sie Nice and Clean. Nice and Clean. Finde ich super. Das ist jetzt Nice and Clean. Wir gehen gleich wieder unter mal Logo anschauen, ob es da irgendwas Cooles gibt. Und ihr hört wahrscheinlich im Hintergrund meine Lüfte laufen, aber ich muss ein bisschen schauen, dass der Keller auch ja in Ordnung bleibt. Eigentlich passt das gut, ne? Dann machen wir es so, mache ich lieber. Logoänderung speichern. So Nice and Clean finde ich super. Ich bin jetzt nur beim Überlegen, ob ich zum IKEA, ob ich mir einfach auf dem Weg ein Auto kaufe. Andere Frage ist, wo steht mein Auto? Habe ich nicht mein Auto auch irgendwo rumstehen? Und wenn ja, ah, da drüben steht es. Lauf mal schnell hin. Sie benötigen mindestens einen Computer. Ja, I know, I know. Holy, 50 Arbeitsplätze bedeutet, ich kann 50 Mitarbeiter einstellen, ne? Musst du dir eigentlich mal überlegen, ne? So, wir gehen jetzt mal auf Maps. Muss ich nur die Straße runter, oder? Cool. Das macht das Ganze um einiges einfacher.
Das macht es echt um einiges einfacher. Das ist super. Ich kann nicht warten. Dankeschön. So, und jetzt einmal ausholen und... Oh Gott. Nope, hat nicht funktioniert. So. Fahrzeug packen. Er hat noch zu, der macht erst um 10 auf. Lassen Sie mich mal zu sich, ich muss schlafen. Bis 10 Uhr bitte. Der macht erst dann auf, das ist richtig kacke. Ausholen. Ich brauche Arbeitsplätze. Acht passt hier drauf, gut. Ich will mir überlegen, ob ich so einen großen Tisch nehme. Oder ob ich die Bilbo-Normalplätze weiterhin einkaufe. Ah, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir bleiben bei den normalen Tischen fürs Erste. Vielleicht tun wir irgendwann upgraden. Aber dadurch, dass wir jetzt in Webentwicklung sind, kriegen die schon bessere. Das sind 5000. Das sind 2 Arbeitsplätze. Ich fahre gleich noch eine Runde, keine Sorge. Ich will bloß sozusagen immer ein komplettes Paket nehmen und fahren. Oh, es wurde schon eine neue Mitarbeiterin gefunden. Super. Ziel dahinter ist, ich will das alte Personal ausradieren an der Zeit. 6, 12, oder ich könnte... Oh Gott, damit ich hätte original noch... Nee, obwohl ich kann nur 4 Plätze mitnehmen. Oh, das ist... Das ist nervig. Gaming-Stuhl, ein Gaming-Rechner, ein Gaming-Tisch, ein Gaming-Stuhl, ein Gaming-PC, ein Gaming-Rechner. So. Bloß ich denke mit, ja, ich müsste halt echt was Großes kaufen. Warum kann ich denn sowas nicht bestellen? Einfach so wie Amazon. Amazon Shopping. Oder in der Art, das wäre noch geil. Aber ich denke mal, mit so einem Web-Entwicklungsteam machen wir schön im Background Kohle. Also ich hoffe es auf jeden Fall. Nice and clean ist vorübergehend geschlossen. Kannst du die mitnehmen? Ach Gott, damit. So, das sind jetzt 4 Arbeitsplätze. Ja, es sind 4 Arbeitsplätze. I know. Dann schauen wir mal an, wo wir jetzt... Hallo. Auto. Ach so, ich drücke die falschen Tasten. Ich bin auf S gewesen und wollte mit S links fahren und wollte mit D rückwärts fahren. Das funktioniert natürlich gar nicht. So, warte mal, wo unser neuer Gebäudekomplex da? Ziel festlegen. Wir sind also ab sofort im Webentwicklungsbusiness, meine Freunde. Nice and clean geht an den Start, ich sag's euch. Nice and clean Webseiten. Ich muss mir mal meine endlich anfangen zu programmieren. Ich habe jetzt auch Mediendesign... Ups, Mediendesign gemacht. Lass mich mal einfach durch, dankeschön. Bedeutet, wir haben auch Webseiten programmiert. Zwar keine Full Responsive, bedeutet keine mit PHP dahinter. Das muss ich mir selber beibringen. Aber halt mit CSS, ganz normal HTML und dem Ganzen. Und man sagt natürlich dann nicht zu programmieren. Sonst tust du jeden Programmierer, ich glaube, in deiner Welt zu deinem Feind erklären. Aber wir haben halt schon einiges gemacht in dem Fall. Und das ist schon cool gewesen. So, ich nehme gleich mal einen Standard-Büro-Schreibtisch mit. Wenn wir Glück haben, ist hier gleich irgendwo der Eingang. Der Eingang ist um die Ecke, natürlich. Holy shit, ist das riesig. Ich habe es kleiner erwartet.
Machen wir hier einen Meetingraum rein, hier einen Esstisch und das ist das große Büro. So, warte mal, wie machen wir das? Ich würde einfach sagen, das da ist so die Mitte und da kommt jetzt erst der Bürotisch hin. Anfrage, wo da sind die Trolleys? Aber es muss doch einen Weg geben, wie ich das auch online machen kann, oder? Also so mal ganz blöde Frage. Kann ich nicht irgendwie bestellen, ich brauche bitte das und das geliefert? Und mir wird das Zeug geliefert? Geht das nicht? Ich nehme einen Stuhl, einen Büroschreibtisch, einen PC und einen PC mit. Weil das wäre so das, was mir irgendwie gerade fehlt. Die Möglichkeit zu sagen, hey, ich muss das mal bis zur nächsten Folge rausfinden, weil ich glaube, uns wird das heute sonst zu viel Zeit kosten. Ich hoffe, ich habe die hier richtig gut. Ja, ich gut. Und ich will nicht unbedingt, dass wir jetzt hier 4 Stunden stehen, sondern ich würde gerne sozusagen Raum, Planer. Hier, schauen, ich brauche hier 20 Plätze. Bestellen wir die bitte und ab geht's. Und das wäre halt natürlich mega. Die andere Frage ist, hat Nice and Clean dann sozusagen nur zu normalen Business-Zeiten offen? Oder auch zu anderen Zeiten? Also zu halt, kann ich sagen, die müssen die Nacht durcharbeiten? So 24-7-Job, das wäre natürlich... Premium. Ich würde es natürlich nie machen. Aber es ist ja Premium. Das ist so wie ich teilweise. Oh Gott, ich habe es falsch ausgepackt. Gaming-Tisch. Und Glück. Weil ich tue ja sozusagen auch teilweise die Nächte durchprogrammieren, um meine Spiele ein bisschen voranzukriegen. Beziehungsweise mir die Zeit irgendwo reinzuholen, die ich brauche, während ich als ITler arbeite. Irgendwo muss, will ich natürlich schauen, dass ich meine Spiele entwickle und mich im Spielentwicklungsbereich vorankriege. Und das ist bei mir meistens dann nachts. Ah, oh, ist so schön. Brauchst du viel Koffein für. So, Standardbüro, Schreibtisch. Gaming-Stuhl platzieren und dann einmal noch den Gaming-PC platzieren. Gut. Das ist der Anfang zu einem, denke ich mal, großen neuen Business-Trend bei uns. Ich nenne es mal Büroeinrichtung. Vielleicht kann man das auch wirklich machen lassen. Vielleicht habe ich mich da einfach noch nicht weit genug informiert. Ich informiere mich auf jeden Fall bis zur nächsten Folge darüber, ob man da was machen kann oder nicht, weil dann können wir vielleicht das alles mit so einer Vierer-Bay hier immer nutzen und immer hier aufstellen. Weil 50 bedeutet, ich brauche mindestens, sagen wir mal, ich brauche davon jetzt 10, 11, 12 weitere. Dann sind wir bei 52. Oder 2, ja, 52 müsste dann sein. Es ist natürlich schon heftig. In der nächsten Folge schauen wir uns auch die Bewerber an, was da so reinkommt und was wir dann mit unserem Juwelier machen, damit der weitergeht. Und natürlich schauen wir, dass wir weiter das Büro hier einrichten und dann tun wir dauerhaft einstellen für unser Webmedien-Service und den in die richtige Richtung kriegen. Also, ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.